Ja, aber vorher hat Joe Biden den ersten Auftritt, seit er hingeworfen hat als Kandidat seiner Partei. Und da guckt natürlich die ganze Welt drauf. Wir auch jetzt schon mal mit Heike Slanski in Washington. Heike, guten Abend. Wir haben ja immer noch keine so richtige Begründung von ihm gehört, warum er das getan hat. Wird er die denn heute Nacht deutscher Zeit liefern? Ja, darauf sind wir auch gespannt. In gewisser Weise ist das natürlich ein Drahtseilakt für Joe Biden, denn die Kritik an ihm bezog sich ja ausschließlich auf sein Alter. Er wirkte einfach zu schwach, zu alt gegenüber Donald Trump, auch wenn der nur wenige Jahre jünger ist als er. Aber so ein Wahlkampf in den USA ist einfach brutal und er konnte einfach nicht mehr in der Öffentlichkeit überzeugen, dass er das noch leisten kann. Insofern wird er aber trotzdem heute Abend seinen Landsleuten versichern, dass er selbstverständlich fit genug ist, um als US-Präsident weiterhin sein Amt im Weißen Haus hier auszuüben. Ja, ein Drahtseilakt und dann noch so ein zweiter. Wie will er das denn schaffen, diese Enttäuschung, die er ja ganz massiv hatte, zu überspielen? Denn er wollte ja auf keinen Fall abtreten. Ja, es ist ihm sichtlich schwer gefallen, loszulassen. Er hielt sich einfach für den Besten. Aber er hat jetzt natürlich auch ein Interesse daran, dass Kamala Harris gewinnt. Denn es geht ihm ja schließlich auch um sein politisches Erbe, dass das weitergeführt wird. Und mit Donald Trump, sollte der gewinnen im November, ist das mit Sicherheit nicht der Fall. Deswegen wird er mit Sicherheit alles tun, mit allen Kräften, Kamala Harris jetzt im Wahlkampf zu unterstützen. Heike, dann nimm uns doch bitte noch ein bisschen mit in die Stimmung aktuell im Land. Wie sehr brennen denn die Amerikaner auf diesen Auftritt ihres Präsidenten oder ist da der politische Zug längst weitergefahren? Ja, wir leben in so schnelllebigen Zeiten. Es geht jetzt wirklich nur noch um Kamala Harris oder Donald Trump. Aber diejenigen, die bis zuletzt an Joe Biden festgehalten haben und all jene, die seine Politik schätzen, die wollen ihn heute Abend in der Nacht deutscher Zeit natürlich hören und sehen. Bis jetzt schon wird er mit Lob überschüttet. Er sei ein großer Patriot. Er habe menschliche Größe gezeigt, auch wenn er jetzt ein Lame Duck ist. Aber die Frage aller Fragen, die hier im Land alle bewegt, ist, wer gewinnt die Wahl im November? Gerade kommt noch die Eilmeldung. Danach sagt die Sprecherin von Joe Biden, Forderungen nach dem Rücktritt des US-Präsidenten seien lächerlich. Heike, ganz herzlichen Dank für diese aktuellen Informationen aus Washington. Und dieser Hinweis für alle Nachteulen und Politfreaks, die Rede von Joe Biden können Sie sehen.